Hallo und herzlich willkommen zurück im Nerdzeitalter. Schön, dass ihr mit dabei seid. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und über die vielen Däumchen hoch und Kommentare unter den Videos. Und ich begrüße wieder den lieben Rainer, der mit da ist. Hallöchen. Hi allerseits. So, und der fliegt auch tatsächlich. Den seht ihr gerade, also seine Kamera seht ihr gerade. Und ich sitze hier ganz gemütlich und trinke eine Kleng-Cola. Ach nein, anderes Universum. Ja. Wir fliegen in den Sonnenaufgang. Ja, und es wurde soeben bestimmt, dass wir noch einen Cyrex-Außenposten looten, weil wir brauchen Materialien. Genau. So. Das, denke ich, sollten wir probieren. Hier ist ein Cyrex-Outpost. Ich bin jetzt extra in Richtung Sonnenaufgang geflogen, damit wir vielleicht ein wenig Licht haben. Bringst du mal Licht in die Sache? Ja, genau. Wie weit wir ankommen. Der Ring hier oben sieht aber einfach geil aus. Sieht fast aus wie so ein Regenbogen oder so. Du hast gerade die Dings abgeschaltet einfach. Was habe ich? Du hast die Düsen einfach gerade abgeschaltet. Ich habe die Düsen nicht abgeschaltet. Wir sind gefallen wie ein Stein. Nee, Tatsache. Okay. Was? Ja, alles gut. Nein, alles gut, alles gut. Du bist nur sehr schnell nach unten und ja, jetzt schleifen wir halt über den Boden. Ja, genau. Ich bin sehr schnell nach unten. Das habe ich auch gemacht. Ja. Okay, gut. So, jetzt sind wir so ungefähr 500 Meter von diesem Outpost weg. Wir kriegen hier Feuer von irgendwas. Das dürfte aber auf dem Boden irgendwas sein. Das sieht nach Bodentruppen aus oder sowas, kann das sein? Wo sind die denn? Ich sehe sie nicht. Irgendeiner schießt auf uns. Und wir antworten nicht, weil ich es nicht sehe. Gehen wir mal ein Stückchen weiter weg. Hallo. Was ist mit dir? Warst du schon aufgestanden? Ja, oder ich was? War gerade aufgestanden, genau. Das musst du mir auch sagen. Ja, du bist ja gelandet, Junge. Du bist doch gelandet. So. Okay, ich glaube, wir sollten mal noch ein bisschen Treibstoff auffüllen. Das kommt erstmal schnell weg hier. Okay. Und dann gehen wir mal in die Bounty rein. Wir werden immer noch beschossen. Irgendwas da unten schießt immer noch. Ja, ich gucke. Haben wir denn... Es ist, glaube ich... es sind Drohnen. Es sind Drohnen, die gleich kommen. Und irgendwas anderes, was mich auch gerade beschossen hat. Okay. So. Dann würde ich mal sagen... Hast du eine Reparaturstation irgendwo? Ja. Wo war die? Im Hangar. Im Hangar, okay. Ja. Ich meine, die Knifte hier reparieren. Solange wir dieses Skript nicht haben, ist es... Obwohl, die dürfte noch halten für eine Weile. Es sind Bodentruppen. Ja, das haben wir fast gedacht. So. Und eigentlich ist das gut, weil ich da damit meine Quest schaffe. Ach, du hast die Zirax-Quest eingeschaltet. Das ist eine gute Idee. Wenn wir jetzt Zirax machen, können wir natürlich von der UHC die Revenge-Quest wieder aktivieren. Genau. Da habe ich nämlich auch einen Commander und drei Soldaten bisher. Ja, ich habe jetzt 5 Soldaten und 0 Commander. Wo bist du? Ich bin unterm Schiff gerade. Okay, da bin ich auch. Und wir haben hier draußen Radioaktivität. Das heißt, wir sollten uns überlegen, ob wir einen Strahlungsbooster reinmachen. Wo sind wir denn hier? So. Ich schalte mal wieder auf mich. Jetzt hat man meinen epischen Moment nicht gesehen. Das ist ja echt räudig. Naja, gut. Hallo OBMM, schön, dass du da bist. Oh, wir sind nur bis 12 Rad. Das heißt, wir müssen einen Mehrfachbooster rausmachen gegen einen... Das reicht noch nicht mal. Wow. Wow. Das ist aber übel. Müssen wir noch ein paar herstellen? Also ich habe tatsächlich ein Strahlungslimit von 10 Rad. Dann brauchst du dringend 2 Stück, ja? Wenn wir das Ding einnehmen wollen. Okay, lass mal gucken. Ich weiß nicht, keine Ahnung, ob wir die Dinger herstellen können. Ist noch hinten in der Waffenkammer was vielleicht? Nein, habe ich alles umgesetzt.
So, ich gehe mal kurz an den Konstruktor. So. Und guck mal. Ich bin mir nicht sicher, ob wir die herstellen können. Ja, ich guck doch. Ist alles in Ordnung. Ich glaube, es gibt Injektionen. Nein, also wir könnten zum Beispiel Abyssal Radiation Upgrades bauen. So. Du hast hier Radiation Cleansing Nanite Injector. Ja. 3 Stück haben wir da. Die kannst du benutzen. Die geben dir für 15 Minuten, machen sie dir die Radiation weg. Dann gebe ich dir einen von den Boostern. Mhm. Also mit dem Mehrfachbooster bin ich auch schon fast auf 19. Also es dürfte nicht viel sein. Und dann ja, kannst du dir halt, den. Ja, ich habe überhaupt keinen Strahlungsbooster. Also ja, dann nimm dir den Strahlungsbooster raus, den habe ich reingelegt. Dann guckst du mal, wo du bist. Und dann kann jeder von uns eine von den Radiation Cleansing Dinger nehmen. Und im Notfall noch. Okay. Also einen Standard-Mehrfach-Booster raus, dafür den Radiation rein. Ich bin bei 16 Rad. Gut, wunderbar. Und dann nimmst du dir eine von den grünen Radiation-Cleansings raus aus dem Kühlschrank-Output und nimm dir noch 2-3 Pillen mit oder sowas. Und warte eine kleine Sekunde. Ich nehme noch ein bisschen was für Dermal Burn mit. So, jetzt kannst du drauf. So. Also wir nehmen hier mal 1, 2, 3 Anti-Strahlungssalbe. Die Salbe lindert die Strahlung im Körper. Genau. So. Nee, Quatsch. Nee, die Salbe nicht. Die macht Radiation Burn weg, genau. Genau, und die Tabletten lindern im Körper. So, das Ablative, Insektenschutz. So, ich habe keine Ahnung, was für eine Injektion. Grüne. Da das, ist es. Das Grüne. Da. Gut. Nein, nicht die Injektion, da oben. Dieses Grüne. Ja, passt in der Mitte. Ja? Nein, doch. Nein, das meine ich auch nicht. Strahlungsschutz. Ein Auto-Injector loaded with a complex iodine-based drug that reduces the body's absorption of harmful radiation for 5 minutes. Ja, genau. Und wenn du das in der Mitte benutzt, dann hast du 15 Minuten. Das unter den Antibiotikapillen. Das unter den Antibiotikapillen. Wo noch 2 Stück sind. Ah, okay, links. Das Ding. Okay, dann nehme ich davon noch eins mit. Okay. Gut. Das da heißt. Da brauchst du wirklich. Ja. Wenn du nicht stirbst, brauchst du wirklich nur ein einziges nehmen. Okay. Dann nehmen wir genau das eine jetzt ein und dann geht's jetzt hier raus. Okay. Muss nochmal ganz kurz hier drauf. Auf. Beistelltisch und dann braucht der Sven hier mal sein Hoverbike. Oh, er hat auch wieder gut geparkt, ne? Das ist hervorragend. So, bist du soweit, Junge? Junge! Sofort, komm bald wieder. Und so weiter und so weiter. Wie sieht's da draußen aus? Ist da draußen Sauerstoff? Es ist grün. Es hat 24 Grad und nach Sauerstoff sieht das nicht aus. Keine Ahnung. So, wir sind übrigens auch gerade im radioaktiven Nebel. So. Ja. Bist du soweit? Meine 15 Minuten laufen. Hoverbike. Ja. Deine 15 Minuten laufen. Meine laufen jetzt auch. Okay, gut. Dann. Und da drüben sind 3 Drohnen. Nur, dass du Bescheid weißt. Wir brauchen noch Treibstoff, hab ich gesagt. Und die Waffen. So. Mhm. Und wo haben wir noch ein Zelt? Damit man nicht so durch die Gegend sterben? Ja, mir hilft das Zelt eh nicht. Also von daher. Boah. Wieso? Du brauchst nur dein eigenes Zelt. Ja, nein. So, kommst du jetzt? Du kannst gerne losfahren, wenn du willst. Ja, ich brauch noch. Ja, nein, 5 Minuten haben wir nicht. Die Folge hat schon 8 Minuten. Ah, Gott, nee. So. Na, dann mal los. Du weißt ja, wie es geht. Nah ran, ne? Achtung, hier sind Löcher. Oh, da ist ein Mac. Du Scheiße. Vielleicht mal auf die andere Seite irgendwie. Ja. So, runter. So. Schießt du auch auf den Mech?
Nee, auf Drohnen habe ich geschossen. Okay. Weil der Mech kommt gerade auf uns zu. Auf dich. Ich bin auf der Rückseite. So. Oh. Okay, so viel zum Thema. Was hat da auf den... Damit, ja, super. Damit kriegen wir das Schild nicht runter. Jetzt hab ihn. Okay, die Drohne ist unten. Warum liegt denn da eine zerstörte Drohne, die auf uns... Ach, das ist nicht die Drohne. Das ist der Typ hier. Okay. Ach, da ist noch einer. So nicht, Junge. Okay. So viel zum Thema. Ich kann zurückfahren und kann das noch ein Ding bauen. Sonst kommen wir hier nicht rein. Ja, weil wir hier nicht reinkommen. Das hat mir einen Treibstofftank zerfeuert. Au, au. Okay, was? Hallo? Da oben schießt's auch. Ja. Wenn du willst, dann loote. Und wenn ich das hier richtig sehe, Treibstofftank fehlt. Ja, es fehlt der Treibstofftank. Toll, der schießt durch den Block durch und ich kann nicht durch den Block schießen. Ja, ach, ich das liebe. Ist so. Ich liebe das auch immer, ja. Ganz genau. Da kannst ist er. Kannst du mal hier alles platt machen? Ja, ich gebe mein Bestes. Und ich düse mal wieder weg. Und da ist er mir halt voll in den Dings reingeflogen. So. Gott sei Dank kann man kein Friendly Fire, ne? Ja. Yep. So, machen wir dich mal wieder weg. Komm schon. Hier ist gerade ein Truppentransporter direkt vor meiner Nase gelandet. Oh, viel Spaß damit. Ich bin schon im Schiff. Ach komm. Ich beeil mich. So. Nein. Ich versuche gerade den Turm hier zu zerschießen. Und den kriege ich aber nicht, weil der ist ja hinter einem Block. Oh, Mist. Natürlich so, müssen wir jetzt hier. Konstruktor. Over. So. Das Ding hier. Nochmal. So. Dann komme ich doch gleich wieder zu dir. So. Ach so, ich kann den Turm ja gar nicht erwischen, weil der hat ja Schild. Ja, kannst du auch nicht. Ja, das bringt natürlich. Ja. Nein, du sollst bitte gucken, dass du die NPCs dort wegmachst. Ja, oder ja, so. Ich bin doch schon dabei. Ja. Aber ich schieße auf den Turm und du so, ja, ist okay. Ja, weil ich da im Moment nicht drüber nachgedacht habe, was das für ein Unsinn ist. Ich meine, schieß du mal auf den Turm, hat viel zu tun, ja? So. Judy, willkommen zurück. Dankeschön, da. So, dann würde ich mal sagen. Du hast jetzt einfach einen Treibstofftank gebaut, ja? Genau, ich habe einfach einen Treibstofftank. Die sind eh ultra billig. So. Und dann kriegt er nämlich jetzt ein bisschen Treibstoff. Und dann kriegt er jetzt ein bisschen Munition. So. Und dann schießt er nämlich jetzt hier drauf. Und hoffentlich macht er hier jetzt alles platt. So. Was schießt er auf uns? Das ist die Dings von deinem Turm. Oh, nee. Ui. Irgendwas schießt. Okay. So, wie weit ist er denn hier? 66%. Okay, nochmal hier. So. Nerdmedien, danke dir für den Raid. Hallo, liebe Raiders. Ich hau schnell einen SO für euch raus. Ich schalte mal hier auf den Rainer in der Zeit. Jawohl, der Rainer macht gerade gar nichts. Der wartet, bis der Turm dir ein Schild runtergefeuert hat. Da kommt ein Drohnentransporter. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid.
Ich weiß nicht, was. Ich sehe hier manchmal was einfach da? Was Rotes. Ja, ich sehe auch ab und zu was aufblitzen, was hier schießt. Kann sein, dass es Bodentruppen oder sonst was sind. Ja. Ja. Wir sind bei 10%, das heißt, wir sind bald so weit. Wir müssen jetzt da vorne um die Ecke. Wo vorne? Rechts oder links? Die Richtung, wo ich jetzt gehe. Okay. So, jetzt sind wir unten. Au. Au. So, hab ihn. Genau. Dankeschön, sehr schön. Mal gucken, was hier noch ist. Da oben ist noch das Geschütz, da musst du aufpassen. Das könnte sonst Aua werden. Boah, ah, der hat so einen starken Rückstoß. Das ist einfach nicht meine Waffe. Pass auf, da hinten ist der Mac, ne? Ja. Oh, Mist. Ja, ich muss hier weg. Ja, dann komm zurück. Ja, wenn ich nicht in diesem Spiel an den Blöcken hängen bleibe. Es ist, oh, ich habe gerade, glaube ich, was gesehen. Er ist hin. Aber irgendwas hat der von Riesen hinten auf dich geschossen. Okay, gut. Das egal. Kann schon sein, ja. Gut. Da oben ist noch eine Drohne. Die lassen wir mal. Da hinten ist noch das ein... Das ist PvP. Wir haben PvE nicht an. PvP nicht an. So, wo ist er? Ich weiß nicht, wo du bist. Weitergegangen. Ich glaube, da kommt gerade wieder ein Truppentransporter. Ja, dann gib dem mal Gummi hier. So. Ich glaube, wir kriegen jetzt gleich gewaltig Ärger. So. So, Turm ist weg. Wir können uns ein bisschen ungestalter bewegen. Dann würde ich sagen, so. Wir müssen mal rausfinden, wo der Eingang ist. Ich habe noch keinen Eingang gesehen. Hier rundherum nicht. Muss er sein. Dann sei das mal, wir die andere Seite müssen. Lauf mal andersrum. So, da ist keiner. Pass auf die Geschütze, wenn die ja, Geschütze ja, da hier ist genau. Hier ist noch ein Geschütz. Bist platt. Lass die großen Geschütze in Ruhe. Ah, da, guck mal hier. Da ist noch ein kleines Sandpicker. Ja, wo ist er denn? Weiß nicht, wo er ist. Beim Turm, bei unserem Turm. Genau, auf der anderen Seite von unserem Turm. Da wollte ich gerade von der anderen Seite entlang kommen. Ja. Ich habe den Eingang gefunden. Hast du? Ja. Genau auf der anderen Seite. War ja logisch. So, ich stehe am Eingang. Ich muss erst mal gucken, wo du bist. Ui. Genau, renn einfach einmal rum, dann siehst du mich. Ich bin schon da. So. Bin schon da. Okay. Dann mal rein hier. Hallöchen. Und weg mit dir. Okay. Also, Ventilator deswegen weggemacht war, manchmal kannst du dann durch die Wand laufen. Okay. Nur so nebenbei. Gut. So. Okay, ich habe gerade eine Wundinfektion. Antibiotische Salbe. Okay. Gut. Muss ich wohl gerade mit leben. So, das müsste erledigt sein. Es ist erledigt. Okay. Achtung, da hinten sind noch mal welche. Lad nach. Sag mir, wenn du nachgeladen hast, dann mache ich auch. Bin fertig. Okay. Okay. Den linken habe ich. Ich habe den Spawner weg. Okay. Nachladen. Und ich habe ordentlich Schaden abbekommen. Ich muss mal kurz heilen. So. Jetzt. Oh. Hallöchen. Und tschüss.
Ja. Und tschüss. Hast du gut gemacht. Da oben ist das. Pass auf. Hier, hier. Ja, nein. Nein. Ich lag gerade nach. Hast du ihn? Ja. Okay, ist weg. Sehr gut. Pass auf, da hinten in der Ecke sind, glaube ich, irgendwelche Jungs drin. Zirax-Jungs. Nee, hier ist eine Tür. Ja, wir müssen. Okay, kannst du aufmachen und da haben wir ihn. Aber auf der anderen Seite sind auch, aber die Tür müssen wir einschießen. Wo, auf welcher Seite? Ach, da. Hier. Ach, Mist. Keinen getroffen. Dann mache ich das halt jetzt mal so. Uiuiuiui! Uiuiui! Ja. Er ist platt. Ja, Er ist platt. Ich wurde auch, von Sirax Elite-Schrotflinte erschossen. Oh, okay. Mhm. Mhm. Ich hab das für dich auf mich genommen. Ist da. Ich weiß nicht, was Twitch immer wieder macht, aber irgendwie. So. Der Schalter ist aus. Okay. Sprengstoff. Wir haben ja immer noch keine Explosivwaffen oder sowas. Und dann essen wir hier mal einen Dino-Eintopf. Dü. So. Ich komme. Wir schalten auf mich. Ja. Alles gut. So. Dü. Oh, hi. Was war denn das jetzt? So. Kommen die auf einmal her? Ja, das war aber eindeutig ein Bug, oder? So, Sturmschrotflinte an. Und jetzt mal hier hinterher. Hier das Zeug mitnehmen. Ist er da rum? Ich bin immer noch da, wo wir ja, waren. Ja, ja, ja. Ich bin bei dir. Achtung, hinter dir. Hinter dir. Hab ihn. Falsche Waffe. So. Ui, ui. Ja, okay. Haben wir. Okay. Das war nichts. Verdammt nochmal, wo ist denn hier dieser blöde... Ach. So, Spawner ist weg. Okay, dann geht's jetzt noch hier links rum. Hoch hier. Waren wir hier links schon? Nee, hier waren wir noch nicht. Nee. Du willst immer... wo bist du denn? Bist du jetzt nach oben? Ja klar, bin ich hier oben. Warum? Wir sind hier unten noch nicht fertig. Okay, egal. Ich komme zu dir. Jedenfalls haben wir die Generatoren lahmgelegt. Das heißt, die ganzen Geschütze können uns nichts mehr. Okay. Wir haben zwar den Kern noch... Uiuiui! Uiuiui! Das können wir jetzt ausbacken. Mhm. Okay, davon musste ich jetzt einen Screenshot machen. So. Von was? Okay. Okay, das war's. Oder? Die Sprengladungen haben ihn weggemacht. Okay. Aber wie gesagt, Kern haben wir, glaube ich, noch nicht, oder? Was haben wir noch nicht? Den Kern haben wir noch nicht, nee. Ja. Doch. Aber irgendwo die... war der Kern drin. Hier. Ist platt. Okay, bedeutet, wollen wir abbauen, keine oder? Spawner mehr wegmachen. Genau. Okay. Ich gehe jetzt nochmal unten in die Ecke, wo wir noch nicht waren. So. Ich hole mal das Schiff ran. Ne? Jawohl. Ja. Hm. Ja, ich glaube, kann abgebaut werden. Was bist du? Okay. Ich fände das schön, wenn irgendwie an den Schaltern irgendwie Beschreibungen dran wären.
Nein, ernsthaft. Ja, ja. Also halt irgendwie. Ja, ne? Jagdbüsch in die Luft. Ja. Also tatsächlich, das Interessante jetzt an der ganzen Kiste ist ja jetzt eindeutig, sind die Geschütze. Ne? Ja. So. Nerdzeitalter Schwinn wartet auf Papa Bär. Ist Papa Bär auf dem Weg? Der antwortet nicht, ja. Der Papa Bär. So. Die alte CB-Funk-Story, jawohl. Ich hau mir mal hier so einen 5-Minuten Strahlenschutz rein. Ja, ja, ich sehr bin gut. Schon gleich da. Ja, ja, okay, ja, gut. Ach stimmt, hätte ich mir jetzt sparen können. Naja, egal. Ist ja nicht schlimm. Oh, hallo. Ja, komm näher. Du parkst immer so, ne? Wie park ich? Du bist halt einfach, also das ist jetzt mehr als ein Lackschaden, den du da mit der Drohne veranstaltet hast, die ich gerade runtergeholt habe. Also, ne, es ist, toll, und jetzt landet er bestimmt gleich auf mir. Garantiert. Wahrscheinlich. So. Leute, und zwar, das Skript, das wir gleich verwenden werden. Warte. Ach nee, ich kann das Ding nicht abbauen. Nee, ich kann das Ding gerade nicht abbauen. Wenn da Rainer mal gescheit parkt. Ja, nein, du bist auf einem Stein. Ach, Stein. Ich muss. Ja, mach mal den Stein weg. Ja, ich hab nur ein Multitool. Ich hab keinen Bohrer dabei. Oh, Alter. Ach, warte mal, komm. Stopp. Oh. Könntest du mal bitte in Reichweite bleiben? Das würde mir helfen. Ach, da hinten ist der Stein. Jetzt sehe ich ihn. Ja. Warte mal. Jetzt ist er wieder weg. Nehme ich weg. So, gerade machen. So, jetzt dürft's einigermaßen hinhauen. Okay. Ja. Gut. Was passiert, wenn ich Schubdüsen ausmache? Springt er noch ein bisschen? Nö. Ja, wunderbar. So. Gott. So. Dann, das heißt. Genau. Das darfst du. Willst du das jetzt mal selber machen? Das kann ich jetzt gerne selber machen. Ich haben wir noch irgendwo einen Kern auf Halde? Nein. Auf Lager? Nein, du musst ja einen bauen. Okay. Achso, stimmt, weil du zerstörst die ja immer, ne? Ja, es geht nicht anders. Du kannst. Die Kerne ist das Einzige, was außer ein Salvage-Kern, aber mit dem Salvage-Kern funktioniert das Skript nicht. Ja, alles gut. Ja. So, was jetzt interessant ist, ist tatsächlich den Hoverlaser wieder abzubauen. Stück für Stück, sodass man ihn einfach wieder reintun kann und wieder für eine neue Variante für den nächsten Angriff benutzen kann. So. Starterbasis. Nee, wir brauchen nur einen Kern. Nee. Kern? Nein. Kern, da habe ich einen. So. Wieder einmal herstellen. Aber das war jetzt wirklich unfair, weißt du? Du gehst dahin, plackst diesen Hoverlaser hin und bumm, schießt dir einer direkt den Treibstofftank weg. Ja, das passiert halt. Das, ja. Ne, das ist ein Pyrion. Ja, schlimme Dinge passieren halt, ne? So ja. Muss man halt, ne? Also, wir haben 21 Laserzellen gebraucht. Na, da muss ich lang. So. Haben wir hier die Dings offen? Ja. Nein, haben wir nicht. Weil hier hat jemand die Tür einfach so aufgemacht, statt den Schalter zu verwenden. Oh. Benutze grundsätzlich keine Schalter. Ja. Okay, dann. gehen wir hier schön in die Mitte. Nehmen das Ding raus. Das ist gut, das passt hier. So. Dann P. Jetzt muss ich die ID rausfinden. Nämlich 14573. Also entweder liest du sie auf dem zweiten LED ab oder du guckst hinten auf dem Statistik-Tab. Genau, Statistik, genau. 14573. Ja. So, jetzt gehe ich in den Hauptbereich. Geräte, ich sortiere hier. Au. Wer schießt denn hier? Okay, so und jetzt muss ich den, wie war das noch? S minus?
S minus und dann ID. Und hast du. Ist es groß oder klein geschrieben? Hat das eine Auswirkung? Groß geschrieben. Groß geschrieben, okay. S minus. Ach, jetzt muss ich nochmal in den Statistiken-Tab gucken. Es ist ja furchtbar. 14573. Also, das sind kurze IDs. Auf dem Multiplayer-Server sind die gleich irgendwie 6-7-stellig. 7-3. So. Okay. Gespeichert. So, der dekomprimiert. Alles gut. Hast du den Kern? Wo hast du den Kern hin? In die Mitte. Ah, ja, okay. Auf den untersten Layer. So. Hast du das Ding auch auf unsere Fraktion umgestellt? Ah, stimmt. Muss ich noch tun. Funktioniert's nicht. Genau. So, P. Hauptbereich. Advanced Outpost wird hierhin umgestellt. So. Und jetzt können wir gucken, ob hier Sachen reinlaufen. Nö. Er baut noch nicht ab, oder? Doch, er baut ab. Er hat das Geschütz. Doch, er hat jetzt das Geschütz abgebaut. Cool. Okay. Scheint zu funktionieren. Wunderbar. So, wir gucken mal hier rein. Tja, wir haben. Okay, hier passieren Dinge. Ach, das sind drei Projektilgeschütztürme einfach. Okay, also wir kriegen nicht diese riesen Plasmateile, sondern wir kriegen einfach. Nee, du kriegst die Entsprechung. Ja. Also die Entsprechung aus dem normalen Spiel. Es gibt diese Plasmateile nicht. Ja. Und. Oh, doch. Oh. Okay, bist du noch da? Bist du noch im Spiel? Ich bin da. Und du bist im Spiel, beweg dich mal. Ich bin im Spiel. Sehr gut. Okay, weil. Du hast Probleme scheinbar, ne? Ja, das Game hat sich gerade eben ganz kurz aufgehangen. Hm. So. Dann gucken wir doch mal hier rein. So. Genau. So, und dann bauen wir den hier auch wieder ab. Erledigt. Hast du das Zeug rausgeholt, was da drin war? Da war anscheinend nichts drin, weil in dem Moment, als ich F gedrückt habe, war es das. Also sind sie verschwunden. Okay. Okay. Judy, Leute. Das war der Außenposten der Zirax. Ich habe 10 Soldiers erwischt und keine Commanders, aber mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Wir machen hier die Türen zu, denn für heute, liebe Freunde, ist erstmal wieder Schluss. Genau. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt, wir spielen gemeinsam Imperium Galactic Survival mit Reforged Eden. Danke dir, Rainer, für eine coole Aufnahmesession. Jawohl, dir auch Dankeschön und euch auch im Chat. Danke. Ciao, ciao. Ciao.